Ja, okay. Die Klappe aufmachen. Gute Idee. Schadet nicht. Und wir vergessen es nicht. Das Polymer ranholen. Schlechte Idee. Aber wie kommen wir denn jetzt hier? Ich glaube, wir müssen sogar noch mal hoch. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir müssen von hier oben Action machen. Ungefähr so. Ungefähr so. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Okay. Quasi die Idee, die ich schon bei der ersten Sprengsatzfalle im Hinterkopf hatte. Nur diesmal gewollt. Wo ist jetzt das Polymer hin? Shit. Es ist doch nicht etwa kaputt gegangen. Hier hinten. Nee. Da hinten liegt ein Ersatzpolymer. Nee, es ist gar kein Polymer, es ist eine Energiezelle. Ich würde jetzt ungern das Polymer vernichtet haben wollen. Entschuldigung? Was hast du gesagt? Halt das mal bitte. Halt das mal. Dankeschön. Darf ich auch was sehen? Na, wo willst du denn hin? Oh! Mahlzeit. Der ist ein bisschen stachelig. Ich glaube, die musst du wegspucken, die Stacheln. Aber das Polymer fehlt mir immer noch. Ehrlich gesagt, ich vermisse es. Ich vermisse es sehr. Und ja, ich weiß, das mit den zwei Schüssen auf den Kollegen war jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, aber ich wollte, dass er sich nicht weiter bewegt. Jetzt mal ohne Scheiß, wenn das... Das Polymer wird doch hier irgendwo zu finden sein. Ah, oh, hallo. Ich weiß nicht, ob du das Polymer bist, was ich suche, aber du bist ein Polymer und eigentlich suche ich ja alle. Ist trotzdem schade. Schade, schade. Oh, Entschuldigung. Energiezelle, gehe voraus und kundschafte aus, ob da was Tödliches ist. Zum Beispiel zwei Barnacles. Ja, ja. What's the deal with the crowbar? Oh, you mean Gordon Freeman's crowbar? Yeah. Oh, Alex, he fought his way out of Black Mesa with nothing but that crowbar. No way. No way. Well, it's true that that's what they say. Oh. You know, nobody knows for sure. Well, when I get him out, let me see him again. Yes, not mine. I'm out of the gun lending business. Okay. Habe ich gleich mitgekriegt. Sollen wir jetzt echt Gordon Freemans Crowbar suchen? Geil eigentlich. Na gut, wie viele Polymere haben wir denn jetzt? Ich sehe es leider nicht. Na toll. Lass mich diese Entscheidung nochmal überdenken. Ha, hallo. Man, diese freundlichen Viecher. Ha. Hast du mein Polymer? So, unglaublich. Ich glaube, da geht's letzten Endes weiter. Brauchen wir das Ding aktuell? Nee, nicht wirklich, ne? Hallo. Ja, lass die einfach mal los. Kommt noch mehr raus? Nö, schade. Klappt das mit der Maschine genauso? Warte mal. Eindeutig nicht, okay. Da, bitteschön. So. Oh, oh ja. Alter, wir haben jetzt so viele von diesen Polymersen. Und auch hier wird... Also hier, der wird anscheinend nicht gemolken. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm gemacht wird, aber nach Melken sieht das nicht aus. Okay. Alles klar. Na dann, ich freue mich so. Ich freue mich so, dass wir eine weitere Upgrade-Station gefunden haben. Bin begeistert. Und das wird langsam aber sicher ein wenig kompliziert. Ja. Also auch hier, das 3D zu sehen,
ist definitiv was anderes, als das jetzt im Video nur zu sehen. Also, puh, es lässt sich sehr schlecht beschreiben. Okay, hier können wir die zwei nehmen oder direkt die drei. Hm, okay, alles klar. Dürfen die sich kreuzen? Ist das egal? Scheint ziemlich egal zu sein. Wir sind hier nicht bei Ghostbusters. Ja, na, das sieht doch gut aus. Dich können wir noch gebrauchen. Dich haben wir auch noch nicht, okay. Guck mal, mit dem könnten... Nee, hier geht, das geht nicht. Also jetzt ist wirklich eine Sache der Selektion, was jetzt mit Wasser erreicht werden kann noch. Ach so, halt dich. Okay, okay, ich finde noch nicht wirklich eine Übereinstimmung hier in irgendeiner Form. Okay, dann hätten wir dich weg und könnten dich hier, nee, okay, hier nehmen. Ach so, und du hast den schon bereits. Das wirkt mir halt so, als würde ich zwei davon mitnehmen können. Kurios. Ich komme hier halt nur auf einen, das ist ein bisschen doof. Die zwei kriege ich. Kriege ich die zwei? Die zwei kriege ich hin. Ich glaube, das war auch die, die wir gerade schon hatten. Ah ja, ich glaube. Oder auch nicht. Schade. Du bist ein bisschen... Oh, aber hier, euch kriege ich hin. Ja. Jetzt fällt es natürlich immer noch du. Mann. Nichts, wo man irgendwie noch doppelt nehmen könnte. Ich glaube, das kann noch ein bisschen dauern. Achso, mit dir kann ich leider nicht greifen, das ist doof. Mann. Oh. Aha. Hä? Interessant. Ach, guck mal, hier. Diese Teile hier vorne bewegen sich in Richtung. Bewegen die sich alle? Es bewegen sich nicht alle mit, interessanterweise. Nur bestimmte. Aber, hä? Interessant. Muss ich gerade mal testen. Wer bewegt sich denn hier noch? Du bewegst dich mit? Und der da unten. Hä? Das ist ja voll der Hinweis. Guck mal hier. Okay. Also die hatten... Irgendwie... Psst. Irgendwie jedes dieser Dinger so hatte eine Aura und nur bei bestimmten Dingern haben sich einige davon mitbewegt. Und das waren interessanterweise genau die auch dann letzten Endes die Lösung waren. So, wir brauchen hier den Selbstlader. Da, für den wird es ja auch definitiv Zeit. Doppelschuss ist mir wie gesagt völlig Hupe. Das Laservisier wäre natürlich für die Granate ganz geil. Wir haben 59 Polymere. Ist ja unglaublich. So. Und den Selbstlader würde ich mir halt für alles wünschen. Das würde alles sehr viel vereinfachen. Aber ich freue mich drüber. Ich freue mich drüber, weil ja gerade bei der Shotgun ist das Nachladen sehr zeitintensiv. Unglaublich. Sehr geil.
So, jetzt haben wir hier 6 und drücke die Taste, um den Selbstlader zu aktivieren. Ja. Ah ja. Okay. Alles klar. Also das Öffnen aktiviert jetzt automatisch den Selbstlader. Okay, und ich muss jetzt den Nachlader nachladen. Okay. Wenn die Nachlader den Nachlader laden, laden die Nachlader den Nachlader, dass das mal klar ist. Okay. Alles gut. Ansonsten, ja, den hier, ich denke, ne? Haben wir noch irgendwas? Ja, warte mal, wo wir gerade dabei sind. War hier noch irgendwas Lustiges, Wichtiges? Reflexvisier definitiv nicht. Weil, nee. Es ist nicht wirklich, hoppala. Es ist nicht wirklich die Art Sturmgewehr, die man in VR haben würde, wo man die permanent die ganze Zeit so macht. Ich meine, man könnte. Aber hier gibt es auch zum Beispiel. Hier gibt es auch zum Beispiel gar nichts zum Greifen. Hier, da toll. Ja, super. Weiß ich nicht. Könnte man machen. Kostet auch nur 15. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt noch mehr Waffen oder sowas gibt. Dauerfeuer halt auch. Wie gesagt, kein Bedarf dran eigentlich. So, das heißt, wir haben jetzt noch die Auswahl zwischen dem Reflexvisier und dem Doppelschuss. Obwohl auch hier der Doppelschuss ist mir so egal eigentlich. Oh komm, nehmen wir hier mal das Reflexvisier. Mal gucken, vielleicht macht es ja Spaß. Dann sind wir nämlich auch eigentlich schon durch mit dem. Mit den Waffen-Upgrades. Now that is upgraded. Okay. Ja gut, das ist größer als ich dachte, ehrlich gesagt. Und das wirkt auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Oh, ich drücke gerade voll den Abzug. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Okay, an die Waffe könnte ich mich gewöhnen. Ich gucke jetzt auch übrigens mit dem linken durch. Ich weiß gar nicht wieso. Warum gucke ich eigentlich immer mit dem linken? So, naja, na gut. Mal sehen. Also so wie es jetzt aussieht, es ist natürlich ein bisschen streuintensiver als die P8, beziehungsweise also die normale Pistole. Aber naja. Alles klar, Jungs und Mädels, wo sind wir gewesen in der letzten Folge, beziehungsweise in meiner letzten Aufnahme? Das ist jetzt echt schon ein bisschen länger her. Es ist Sonntagabend und ich habe nichts Besseres zu tun, als hier durch mein neu erstandenes Visier zu gucken. Ich musste mich echt mal erstmal wieder orientieren, wo zum Geier ich jetzt hier abgespeichert hatte, ehrlich gesagt. Ab und an habe ich noch so ein bisschen die Hoffnung, dass zwischen dem Laden eventuell Munition neu respawnt oder sowas. Deswegen gucke ich mich hier gerade nochmal um. Und ich hatte jetzt gerade schon den ersten Headset-Aussetzer des Abends und bin deswegen frohen Mutes, dass wir jetzt hier zumindest mal ein Stündchen weitermachen können. Wir sind von oben gekommen. Hier war die Explosion. Ja, alles klar. Langsam aber sicher kommt es wieder. Das heißt, hier geht's weiter und ich bin gespannt. Haben wir das jetzt mit den Ameisen schon so weit überstanden oder nicht? Es sieht nicht so aus, ehrlich gesagt. Muss ich ja sagen. Aha. Wer hätte das geahnt? Oh, die gute Bierflasche. Das probieren. Das gute Lager. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, wie sich das hier climaxen wird. Wie und in welcher Form hier ein entsprechender Höhepunkt kommen wird. Oh, und wie gut sich das hier macht, weiß ich noch nicht so. Mal schauen. Ich bin ja. Oh Gott, viel zu viel Munition gibt es hier gerade. Oh, nicht wieder reinfallen lassen. Das wäre sehr ungünstig. Ich glaube, ich wechsle auch auf die andere, obwohl die gerade so schön voll ist auch. Mann. Wir werden sehen. Ach du Scheiße. Das lässt nichts Gutes ahnen, wenn hier so viel Gelumpe rumliegt. Und hier müssen wir nämlich auch schon wieder runter. Uiuiuiui. Nichts übersehen, bitte. Oh, haha. Was war das? Jetzt haben wir die Maske runtergezogen. Wollte ich gar nicht.
Wir kommen gleich zu euch, Leute. Hier hat sich doch tatsächlich in der letzten Ecke noch eine Granate versteckt. Scheiße. Wir sind so ziemlich voll mit allem. Wir haben auch, soweit ich das weiß, eine Granate hier vorne dran. Okay. Wir bleiben erstmal bei der Waffe. Und dich nehmen wir einfach mal ein Stückchen mit noch. Schmeißen dich eventuell... Hallo. Da krabbeln sie schon. Und das macht mir gerade so ein bisschen Sorgen. Hier ist sehr eng das Ganze, muss ich ja sagen. Ich weiß nicht, ob da das Sturmgewehr das Richtige ist. Wir werden es sehen. Alter, warum konnten die sich hier so ausbreiten? Das ist ja lästig. Könnt ihr bitte jetzt schon mal irgendwie runterkommen oder so? Oh je. Das war so klar. Irgendwie war das so klar. Jawohl. Naja. Munition nicht verschwenden geht anders. Da geht nichts mehr. Schön Sache. Haben wir hier irgendwas nicht zu überstürzen? Hallo. Oh Gott, wir kriegen hier viel zu viel Munition davon. Haben wir schon eins durch? Nee. Aber ich finde es ja gut. Sind wir denn hier voll? Nein. Ah. Na geil. Gut, dass wir verglichen haben. Und ja, ich werde jetzt hier, glaube ich, jeden Popel speichern. Weil mir das viel zu sehr auf den Sack gehen würde. Hier alles nochmal nachzufriemeln. Wir müssen definitiv da lang. Eieiei, uns fällt doch bestimmt gleich irgendwas in den Rücken. Könnte ich ja wetten. Das sieht hier echt nicht gut aus. Da oben erst recht nicht. Okay, aber alles klar. Wir müssen da lang. Wir nähern uns dem Sicherheitssystem. Ich glaube, ich soll runter. Hallo. Na toll. Hallo. Oh. Gleich mal. Zwei von den Spinnern. Mann, ey. One left. Aha. Alles klar. nicht optimal. Ehrlich gesagt. Das mit dem... Oh Gott, nee, ey. Das mit der... Mit den Untertieren geht mir gerade total auf den Sack. Das mit den Untertieren geht mir voll auf die Nüsse. Ach, jetzt, ja? Super. Ich weiß nicht, ob wir uns hier schnell bewegen müssen oder nicht. Ehrlich gesagt. Da oben der nächste, ey. Na komm schon. Toll. Ach, wie schnell die Magazine hier alle sind. Hätte ich gesagt. Wow.
Mann, ey. Blöde Sau. Shit, au. Ich seh nichts.